10. Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Liebe Schwestern und Brüder, die Erde hat gebebt und hat viele Existenzen vernichtet. Es geht auch ein Beben durch unsere Kirche. Pater Heinrich wird uns einige Gedanken dazu sagen. Alle Entwürdigung ist in seine Erfahrung am Kreuz, dass er der Erlöser entwürdigt wurde, hineingenommen. Und wir wollen alles, was an Entwürdigung empfunden wird, in diese Station hineingeben und um den Blick des Herrn darauf bitten. Entwürdigung. Wir haben nach dem Desaster des Zweiten Weltkrieges erlebt, wie unser eigenes Volk das definiert hat, dass die Würde des Menschen das Wichtigste ist. Im Artikel 1 unseres Grundgesetzes steht es geschrieben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Im zweiten Artikel heißt es, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Schwestern und Brüder, das, was für unser Volk definiert ist, ohne jegliche Frage nach Religion, gilt für uns noch einmal mehr und tiefer als Christen. Nicht nur im Buch Genesis steht geschrieben, dass Gott den Menschen nach seinem Bild schuf, sondern in der Menschwerdung Jesu Christi ist diese Würde des Menschen, weil Gott Mensch wurde, ein für alle Mal als Mitte, als Grundlage definiert, dargestellt und sichtbar gemacht. Mit großer Anstrengung steht er auf und trägt das Kreuz weiter. Das gibt ihm die Kraft, sich erneut aufzuraffen. Die Liebe zum Vater, die Liebe zu uns. Jesus, unser Erlöser, unsere Schwachheit drückt uns oft zu Boden. Der Vater lässt auch bei uns zu, dass wir immer wieder fallen. Gib uns die Gnade, nach jedem Fall aufzustehen.